Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Rise of the Tomb Raider und das am 28.09.2019. Ich habe jetzt hier zuletzt aufgehört in Sibirien und heute machen wir hier weiter. Ich habe nämlich heute so vor so 2 Stunden zu Let's Play. Mal gucken, wie es läuft. Und ja. So, wo ist der nächste Penner, den ich ausschalten kann von hinten? Schnapp ich mir sowieso den Vogel. Klemm dich ans Funkgerät, versuch die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Finte. Sie wollen uns aufteilen. Die Spionage-Crew hat das versaut. Das sind keine Bauern. Ah, das ist Guerilla-Taktik. Die wussten, dass sie das Funksystem angreifen müssen, sobald wir hier waren. Shit. Wir brauchen ein Aufstandsbekämpfungsprotokoll. Wo ist denn der? Konstantin wird nicht begeistert sein. Ist aber besser, als sich im Dunkeln hier. Dann wäre auch der schon mal kaputt. Der nächste? Wo ist er? Weil einer lungert noch hier rum, ich weiß auch sogar wo. Und zwar da. Ich den da oben schon? Ich glaube schon. Da sind auf jeden Fall schon mal 2, die ich ausschalten will. Ja. Und zwar den machen wir mit Bogen. Mit dem Giftbogen. Ja, ich werde dich jetzt erstmal umbringen. Waren das überhaupt alle? Ich glaube ja. So, hier sind wir doch jetzt fertig. Ich habe jetzt erstmal diese ganzen Soldaten ausgeschaltet. Und jetzt müssen wir erstmal zusehen, wie wir hier weiterkommen. Oder so. Ach, auf dem Baum. Naja, gut. Gehen wir mal hier hoch. Wir haben ja auch schon in der letzten Aufnahme auch erfahren, was in Laras Vergangenheit geschehen ist und so, dass es um ihren Vater ging. Tolle Geschichte. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl gerade. Verdammt, er ist noch da. Besiege den Bären. Ach du Scheiße, wo ist er? Wie soll ich den besiegen? Thank you.
Haben wir noch irgendwas hier in Sibirien? Guck ich mal gerade. Vielleicht irgendwelche Heilkräuter, Munition. Ja, schon gut. Ja, sonst sehe ich jetzt hier nichts. Dann gehen wir weiter. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Rennen! Ach, verdammt! Lauf! Oh, oh, oh. Schnell heilen. Ach, du dummer Scheißbär. Fuck! Heil dich! Alter, was soll ich denn da machen bei dem? Ja, komm, lauf! Ich hab doch keine Idee! Verdammt, ich bin in Schwierigkeiten. Na, 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 ich hau ab. Ich hau mal ab, bevor ich tot bin. Wäre mal nicht so geil. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter. Dieser scheiß Bär, der geht mir auf den Nerv. Ich muss ihn besiegen. Definitiv besiegen. Und niederstrecken. Mann, lauf! Los, Croft, lauf! Mann, wie viel hält das Ding bitte aus? Ja! Bärenfell! Ja, nimm mich mit. Nimm mit, Lara. Wollen wir noch irgendwie Heilungsmöglichkeiten? Wäre schön. Halt. Kann ich mir neue Giftpfeile herstellen? Auch wunderbar. Gut. Haben wir das auch. Und wir haben sogar ein neues Lagerfeuer.
Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Ach ja, ich werde dem entkommen. Definitiv. Machen wir das, Mike. Suchen Sie entlang des mongolischen Wegs nach Spuren der verlorenen Stadt. Okay. Machen wir das mal. Ist da oben? Ich mal da rauf. Ach so, klar. Ich gehe mal nochmal zurück. Ey, da ist voll Wasser, will ich ran. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist, auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen, und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Okay. Interessant, was das mit den Propheten zu bedeuten hat. Ich wollte da nämlich nochmal gucken, ob da was war.